Ich möchte euch recht herzlich begrüßen im Wohnprojekt Wiener Neudorf der Lebenshilfe Niederösterreich. Lebenshilfe ist ein Verein, gegründet vor 45 Jahren von einer kleinen Handvoll Eltern. Die damals in Niederösterreich gab es nicht mal eine Sonderschule. Sie sind alle täglich nach Wien gefahren, in den dritten Bezirk, in die Paulusgasse, und dort ist so auch der Grundstein der Lebenshilfe Niederösterreich gelegt worden. Von Eltern, die gesagt haben, es muss nach der Schule was geben. Da gab es nämlich auch nicht. Schule aus, Kind zu Hause. Das war der Stand vor 45 Jahren. Ja, in der Früh ist es so, dass die Leute dann geweckt werden. Es wird ein Frühstück geben. Wahrscheinlich jedes Mal zu einer anderen Zeit, weil auch die Leute verschieden das Haus verlassen werden, weil es gibt welche, die arbeiten im Treuerhaus drüben, die haben nur ein paar Schritte, die brauchen nicht so zeitig aufstehen. Wie eine Dame, die ja in Baden in die Werkstätte geht, die muss dann ein bisschen zeitig aufstehen. Im Mödling sind noch welche zu Hause in der Werkstätte und in den Holzkirchen. Es sind Klienten teilweise, die von zu Hause zu uns ziehen, teilweise auch Klienten, die schon in Werkstätten arbeiten, aber auch Leute, die von anderen Wohnhäusern zu uns herüber übersiedeln, eben aufgrund von den barrierenfreien Zimmern. Wir haben das Haus zeitgerecht fertigstellen können, trotzdem wir ursprünglich ein paar Probleme hatten, aber die haben wir gelöst. Wir haben jetzt hier ein Haus für 24 intellektuell beeinträchtigte Menschen, die hier ihren neuen Lebensmittelpunkt haben und die hier die erste Stufe zur Selbstständigkeit erfahren durften. In einem Wohnhaus, wo man selbstständig lebt, kann man auch Selbstständigkeit erfahren und dann auch Selbstständigkeit leben. Sehr geehrte Damen und Herren, das Wohnen im Bezirk Mödling hat im Rahmen der Lebenshilfe Niederösterreich eigentlich bereits eine lange Tradition. Bereits im Jahr 1979 wurden die ersten Wohnplätze im ehemaligen Hirtlschen Waisenhaus in Mödling errichtet. Zu diesem Zeitpunkt aber waren Begriffe wie Barrierefreiheit noch nicht in unserem Sprachgebrauch. Ganz besonders freut es mich, dass zwei eingeborene Wiener Neudorfer, wenn man das so sagen darf, und zukünftige Bewohner des Wohnhauses Wiener Neudorf heute mit mir die Begrüßung machen. Ich darf ganz herzlich die Petra Wegensteiner und den Andreas Barfuß begrüßen. Ganz besonders freuen wir uns Herrn Landesrat Dr. Karl Wilfried Flink in Vertretung von Landeshauptmann Erwin Bröll begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Grüß Gott, Herrn Pfarrer Magister Florian Sobotschan und Pfarrer Magister Markus Lindner. Wir begrüßen den Präsidenten der Lebenshilfe Niederösterreich, Otto Berni, und die Vizepräsidentin Sektionsfrau, Frau Bosbischil. Und die Mitglieder des Vorstandes. Ich freue mich, den Geschäftsführer der Lebenshilfe Niederösterreich, Christian Albert, und die Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsleitung willkommen zu heißen. Weiters freuen wir uns, Herrn Dr. Jan-Philipp Czernelitsch von der Abteilung GS5 der Amt der Niederösterreichischen Landesregierung begrüßen zu dürfen. Wir ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen
der Vorstandssitzenden der österreichischen Lotterie vom ja, sowie an Spendern, die uns unterstützen. Zum Schluss noch ein besonderes herzliches Willkommen an anderen Gästen, die wir nicht namentlich begrüßen haben. Sehr geehrter Herr Landesrat, Herr Bezirkshauptmann, Herr Nationalrat, sehr geehrte Frau Vorstandsdirektorin, sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister, es sind viele hier. Ich begrüße euch hier so en bloc. Ich nehme mir ja das Recht heraus, die zu begrüßen, die jetzt nicht genannt wurden. Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, liebe Festgäste, liebe Eltern, Geschwister und Angehörige und vor allem liebe zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner. Ich möchte Sie heute im Namen der Sektion Mödling der Lebenshilfe Niederösterreich zu diesem für uns so freudigen Fest und diesem von Freude erfüllten Tag, der vielen von uns sehr nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, begrüßen. Meinen Grußworten habe ich Werte und Qualität der Inklusion zugrunde gelegt und ich habe sie hier auf eine Blume, deren Blätter mir als Gedankenstütze dienen werden, aufgeschrieben. Die dritte inklusive Qualität ist Hilfsbereitschaft. Die haben wir während der Planungs- und Bauzeit von vielen Seiten erlebt. Mein Dank und Gruß gilt unseren Sponsoren wie den Lotterien, Licht ins Dunkel, dem Lions Club Mödling, deren Vertreter heute recht zahlreich hier bei uns sind, der Pierre Basri Foundation, den Gemeinden Vösendorf, Hennersdorf und Wiener Neudorf, die im Oktober ein großartiges Benefizkonzert für uns veranstaltet haben, den Kleingartenvereinen Biedermannsdorf und Wiener Neudorf, die uns seit langen Jahren in Freundschaft verbunden sind, Künstlern und Künstlerinnen, und hier möchte ich heute Frau Waltraud Haas und ihren Sohn Markus Strahl sehr herzlich bei uns begrüßen. Auch Sie sind uns in großer Freundschaft verbunden. Dankeschön dafür. Ich wünsche den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebenshilfe, dass sie diese Erfahrung hier an diesem Standort, in dieser Gemeinde, die von dem Geist der Inklusion getragen wird, machen dürfen. Ich wünsche euch allen viele glückliche Stunden in eurem neuen Heim und an eurem neuen Arbeitsplatz. Ich darf nun die Vorstandsvorsitzende der österreichischen Lotterien, Magister Bettina Glatz-Kremsner, zu uns bitten. Danke. Sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrter Herr Bezirkshauptmann, Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Ehrengäste und vor allem liebe zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Hauses hier in Wiener Neudorf. Es ist mittlerweile 3 Jahre her, dass ich den ersten Kontakt mit der Lebenshilfe Niederösterreich hatte. Ich wurde nach Solenau eingeladen und ich kann Ihnen sagen, es war ein ganz besonderes Erlebnis und ein sehr nachhaltiges Erlebnis für mich persönlich. Auf der einen Seite, weil mich das Konzept zutiefst überzeugt hat, aber auf der anderen Seite, und das hat mich auch wirklich persönlich berührt, waren es ganz, ganz tolle Begegnungen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, damals eben von Solenau, sehr berührende Momente. Menschen, die auf einen völlig unvoreingenommen zugehen und wo einfach das Herz aus ihnen spricht. Wunderschöne Begegnungen, die heutzutage nicht selbstverständlich ist. Aber es ist manchmal so, dass die Unterstützung an einem Ort nicht reicht.
Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, hier in Wiener Neudorf unseren Beitrag zu leisten, mit großer Freude dazu entschlossen. Inzwischen verbindet uns wesentlich mehr als eine reine Sponsoring-Vereinbarung. Das ist das Schöne. Wir haben viele Parallelprojekte, ob es die Einladung ist zu einem großen Konzert im Sommer, wo wir die Bewohnerinnen und Bewohner dies auch davon sollen auch einladen dürfen. Das sind Sponsoring-Projekte auch von unserer Seite für die österreichischen Lotterien von einer ganz besonderen Qualität. Es bleibt mir nur den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr, sehr viel Glück, sehr, sehr viel Freude, natürlich auch den Betreuerinnen in diesem neuen Haus zu wünschen. Erleben Sie erwecken Sie dieses Haus mit entsprechend viel Leben und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Nachdem ich ja Schriftstück keines vorbereitet habe, sondern eigentlich sehr viel im Kopf habe, was dieses Haus und dieses Projekt betrifft, möchte ich zuerst einmal herzlich willkommen in Wiener Neudorf sagen. Allen, die ihr heute gekommen seid, besonders die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Lebenshilfenhauses, herzlich willkommen in Wiener Neudorf. Geschätzte Festgäste, Herr Landesrat, Herr Abgeordneter, Herr Bezirkshauptmann, geschätzte Sponsorinnen und Sponsoren dieses wirklich wichtigen Projektes, nicht nur für die Marktgemeinde Wiener Neudorf, sondern ich denke für die gesamte Region und für den Bezirk Mödling natürlich ein Beispiel zu setzen, wie Inklusion auch funktionieren kann, wie Inklusion von einem theoretischen Konstrukt auf den Boden gebracht werden kann, wie wir das Projekt Inklusion auch gemeinsam leben können. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens unserer Gemeinde wird Inklusion bereits gelebt. Ob es ist in der Verbindung zwischen den Vereinen, den Blaulichtorganisationen, die ich auch bei dieser Gelegenheit recht herzlich begrüßen möchte, und in vielen Bereichen auch, wie die Marktgemeinde Wiener Neudorf mit ihren Bürgerinnen und Bürgern umgeht, wie wir uns gegenseitig begegnen, ist das Wort Inklusion nicht nur ein reines Wort, sondern es wird auch gelebt. Das Beispiel dieses Hauses, dieses Lebenshilfehauses, ist für uns auch mit einer Geschichte verbunden. Wir befinden uns hier an einem sehr geschichtsträchtigen Ort, im Klosterareal eines ehemaligen Klosters der Kongregation zum Guten Hirten. Dieses Areal wurde in den Jahren 1994 und 1997 von der Marktgemeinde Wiener Neudorf in zwei großen Teillosen erworben. Wir zahlen auch das heute noch. Ihr könnt euch vorstellen, das ist doch ein relativ großes Areal. Und wir dürfen uns auch jetzt noch bedanken für die damals verantwortlichen, ortsverantwortlichen Gemeinderäte und damaligen Bürgermeister, die den Mut hatten, diese Investition auch zu tätigen. Wir dürfen uns heute darüber freuen. Und ich nehme das auch als Beispiel, dass alles, was wir heute tun und wo wir heute unsere Aktionen setzen, auch in Zukunft Menschen darauf aufbauen können. Auch das ist Inklusion. Und sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn die Geschichte dieses Hauses, wie es entstanden ist, auch nicht ganz friktionsfrei verlaufen ist, ich denke, es sind genug hier, die wissen, was ich damit meine, möchte ich doch sagen, nicht nur, weil jetzt Advent ist. Ja, also ich berufe mich jetzt nicht nur auf den Advent. Ich glaube auch, wir müssen auch immer wieder uns selbst eingestehen und uns hinterfragen, ob das, was wir tun, auch in jedem Moment immer das Richtige ist. Und ich glaube, wir dürfen uns auch eingestehen, wenn wir einmal einen Fehler machen. In diesem bestimmten Projekt hier weiß ich aber, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Und ich bin auch froh darüber, dass ich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatte, die diesen schwierigen Weg gemeinsam mit mir gegangen sind, der nicht immer einfach war. Allen denen möchte ich mich jetzt herzlich bedanken. Das ist das Geschenk der Marktgemeinde Wiener Neudorf und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann bei der nächsten Ski-WM, die ja bald auf uns zukommen wird, gemeinsam Daumen drücken für unsere österreichischen Skistars und da freue ich mich wirklich, das wird ein ganz toller Event werden. Ich hoffe, ich darf dann bei euch dabei sein. Dann haben wir zwei Bilder, die wir zur Verfügung stellen. Da hat es eine Benefizveranstaltung von der
Künstlerin Bunker Bekler gegeben, bei uns im alten Rathaus. Und ein Stück zurück, ja bitte sehr, fürs Fernsehen. Und ich hoffe, Sie werden ein schönes Platzl finden und machen euch ein wenig Freude in eurem neuen Haus. So, und dann wurde schon angesprochen, wir haben gemeinsam Vösendorf, Hennersdorf und Wiener Neudorf eine Benefizveranstaltung für das Lebenshilfe-Wohnhaus veranstaltet. Der Herr Bürgermeister Fritz Scharer lässt sich entschuldigen. Der ist heute leider nicht bei uns. Er hat so viele Termine momentan, wie es uns Bürgermeistern heute momentan geht vor Weihnachten. Und lässt sich entschuldigen, lässt euch aber alle recht herzlich grüßen. Unser Kurt Gremscher konnte leider auch nicht kommen. Aber wir sind dafür da und wir haben dort wirklich ein tolles Konzert erlebt. Wir haben einen wirklich wunderschönen Abend miteinander verbracht. Es ist viel gesammelt worden und wir dürfen diese Summe, die ja doch eine schöne ist, weil viele Vierer drauf sind, 4.444 Euro dem Lebenshilfehaus überreichen. Liebe Fritze, wir dürfen das gemeinsam tun. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir eröffnen heute das Wohnhaus in Wiener Neudorf. Das ist die letzte Eröffnung in diesem Jahr. Ich verspreche es Ihnen, wir müssen heuer nichts mehr eröffnen. Wir haben heuer schon 4 Häuser und eine Werkstätte eröffnet. Der Herr Landesrat hat begonnen mit Matzen. Dazwischen hat die Frau Schwarz eröffnet und jetzt eröffnet sie das letzte Haus hier in einer Reihe von Wohnhäusern, die wir heuer bauen konnten, sind wir sehr froh, dass wir so viele Wohnplätze für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung schaffen konnten. Und wir sind stolz, dass wir nicht das letzte Haus, sondern das Haus, das wir zuletzt eröffnet haben, hier in der Gemeinde Wiener Neudorf eröffnen dürfen. Im Namen von mir und vor allem im Namen von den neuen Bürgern und Bürgerinnen von Wiener Neudorf, dir, sehr geehrter Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank. Es hat einmal ein verstorbener Politiker in einer anderen Stadt ein Wort geprägt, um zu bezeichnen, dass er sich wohlfühlt dort. Ich glaube, Sie kennen ihn, ich werde das ein bisschen abgewandelt sagen. Ich bin ein Wiener Neudorfer. Weil wir gerade in einer Zeit sind, wo Finanzen immer wieder Probleme machen, beziehungsweise es Probleme mit Finanzen gibt, möchte ich hier eindeutig einmal feststellen, wie finanzieren wir so ein Haus. Dieses Haus wird finanziert, einmal so 50% vom Land Niederösterreich, 30% verlorener Baukostenzuschuss, 20% ein sehr günstiger Zins. Aber das Wesentliche ist, dass die Betriebskosten in Folge, die natürlich lang anhaltende Folgekosten sind, auch vom Land Niederösterreich bezahlt werden. Dafür bedanke ich mich besonders herzlich beim Land und darf den Herrn Landesrat Wilfing bitten, meinen Dank auch an den Chef, an den Landeshauptmann Erwin Bröll weiterzugeben. Er macht es, ich habe ihn schon einmal damit beauftragt, den Matzen. Danach kommt dann als Subventionen oder Unterstützungen Licht ins Dunkel. Die Geschäftsführerin Frau Christine Schürz muss sich entschuldigen, die so ähnlich wie Bürgermeister sollte sie auf 3 Festivitäten gleichzeitig sein. Aber da ist die Frau Klingohr. Sie ist nicht da, sondern sie ist da. Da ist die Frau Klingohr. Die Frau Klingohr ist hier über Licht ins Dunkel so die Förderin dieses Hauses. Dieses Haus ist nämlich ein Seitenblickehaus. Sie war dabei, als wir vor einem Jahr hier begonnen haben zu bauen, hat das gefilmt, aber nicht nur das. Sie hat handgreiflich mitgearbeitet, indem sie mitgemauert hat. Mit dem Alexander Hofer zusammen haben sie eine dieser wesentlichen Stützmauern, die wesentlichen Hauptmauern des Hauses gerichtet. Auf denen konnten wir das ganze Haus dann aufbauen. Wir konnten die Frau Bettina Glatz-Gremsner, konnten wir überzeugen, dass wir tatsächlich mit Geldern, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, auch wertvoll umgehen, und das sage ich bewusst. Nicht ein einziger Cent von den Geldern, die wir von irgendwem bekommen, wird in irgendwelche
Hedgefonds oder Wetten in Devisen oder sonstige Spekulationen umgesetzt. Jeder einzelne Cent, den wir übernehmen, wird in dieses Haus, in dieses Projekt oder in unsere Arbeit hineingesteckt. Und abschließend möchte ich allen neuen Bürgern und Bürgerinnen von Wiener Neudorf, allen Bewohnern und Bewohnerinnen dieses neuen Hauses sehr viele schöne, glückliche Stunden in dem neuen Haus in Wiener Neustadt wünschen. Alles Gute. Wiener Neudorf, bitte vielmals um Entschuldigung. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich das verwechsel. Damit ist die Stadterhebung auch erledigt, formal passiert. Hochwürdige geistliche Herren, Frau Präsidentin, jetzt werden Sie manche wundern, nur Waltraud Haas, ich war ja früher Bürgermeister in Polsdorf, war bei uns einmal Weinpräsidentin und daher noch einmal danke für diese lange Bekanntschaft, die uns beide eint und eine große Anerkennung und danke auch deinem Sohn Markus und dir, dass ihr immer wieder bereit seid für Menschen, die eure Hilfe brauchen, auch immer wieder für Benefizveranstaltungen, kostenlos, aber mit umso mehr Leidenschaft zur Verfügung zu stehen. Wenn man sich nur eines vor Augen hält, erst vor 37 Jahren, 1975, ist in Niederösterreich das erste Tagesheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen geschaffen worden. Heute, 37 Jahre später, haben wir 140 derartige Einrichtungen mit knapp 4.300 Menschen, die dort begleitet und betreut werden. Heute, 37 Jahre später, haben wir mit der heutigen Eröffnung ebenfalls 139 Wohneinrichtungen, die selbstbestimmt, maximal unabhängig für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zur Verfügung stehen und haben, und Herr Präsident hat es schon angesprochen, gleichzeitig knapp 1.700 Menschen, die einen geschützten Arbeitsplatz haben, begleitet auch vom Land Niederösterreich, unterstützt vom Land Niederösterreich und 400, insgesamt sind es dann 2.100, die in geschützten Werkstätten in St. Pölten und Wiener Neustadt Arbeit finden. Mir bleibt daher zum Schluss nur mehr all jenen, die einen Beitrag dazu geleistet haben, wirklich Danke zu sagen. Der Lebenshilfe, es ist angesprochen worden, Fritzi Bosbischild, die im Besonderen für dieses Projekt gestanden hat, steht und die hier vieles verwirklichen konnte. Danke allen Partnern, Licht ins Dunkel, den österreichischen Lotterien, Waltraud Haas und vielen, vielen anderen, die hier Großartiges leisten. Und jetzt bitte, kommst du gleich zu mir? Jetzt darf ich, oh ja, bitte, komm her. Kommst du auch zu mir? Wir werden es jetzt so machen, weil nicht der Politiker soll das Haus eröffnen, sondern jene, die hier wohnen. Hast du noch da Bewohnerinnen und Bewohner da? Soll noch wer herkommen? Hm? Wo sind noch Bewohnerinnen und Bewohner? Komm uns her, bitte. Komm uns her. Stell dich doch her nur. Und ich würde jetzt sagen, bitte, kommst du noch fairer. Komm so her, drei Viere. Damit wir gemeinsam dieses Haus eröffnen. Komm doch her. Beim Rapidschall wird jetzt zwar etwas unsicher, aber vor Weihnachten gehört, glaube ich, Toleranz. Vor Weihnachten gehört, glaube ich, Toleranz. Gut so, wir werden es jetzt so machen. Ich zähle bis drei und dann sagen wir alle miteinander, das Wohnhaus ist eröffnet. Machen wir so? Damit wir gemeinsam das Wohnhaus eröffnen. Eins, zwei, drei. Das Wohnhaus ist eröffnet! Danke, alles Gute und gesegnete Weihnachten und alles Gute für 2013. Stimmung übergeben wird. In diesem Haus werden Menschen mit Behinderung ein Stück Zuhause finden, also Geborgenheit und Liebe. Damit schaffen wir hier in Wiener Neudorf nicht nur einen Ort, an dem Menschen wohnen können, die sonst kaum einen Platz in unserer Gesellschaft finden. Und auch da, ich muss wirklich sagen, ich finde es großartig, dass gerade Wiener Neudorf da eine echte Vorreiterrolle übernommen hat. Mit diesem Wohnhaus wird aber auch schon im Hier und Jetzt etwas spürbar und erlebbar werden von dieser neuen Welt Gottes, die ich am Anfang erwähnt habe. Ich wünsche allen,
die hier arbeiten und wirken und leben, dass sie gut miteinander auskommen und dass sie Gottes reichen Segen immer wieder spüren dürfen und uns allen eine besinnliche und friedliche Advents- und Weihnachtszeit. Amen. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, aber es bringt mir so etwas im Herzen. Und zwar, ich möchte uns die ganze Zeit dort, habe mir gedacht, wir sind sicherlich mehr als 50% hier behindert. Nein, dann nehmen Sie einfach nur Ihre Brille oder Lesebrille in die Tasche und holen Sie sie heute nicht mehr raus. Dann werden Sie sehen, dass wir alle behindert sind. Irgendwo. Heißt das jetzt auf einmal, dass die Mehrheit das Richtige ist, sagen wir so, oder normal, oder die Minderheit unnormal ist, oder ist das umgekehrt? Ich traue mich darüber nicht einmal nachzudenken. Warum? Weil einfach nichts stimmt. Es stimmt einfach nicht. Es gibt einfach Menschen, denen es mehr gegeben ist und Menschen, denen es weniger gegeben ist. Und es gibt Menschen, wenn sie das ganz brutal, ja, vielleicht ganz, ganz, ganz auch geldmäßig sehen wollen, wenn es diese Institution nicht gibt, gibt es auch Menschen, bestimmte Menschen, die keine Arbeit haben. Für die ganz hartnäckig. Für die, die sich mehr mit der Menschheit beschäftigen und Menschen mehr im Vordergrund halten wollen, die werden vielleicht mit diesen Menschen sprechen, sie irgendwann vielleicht besuchen. Und dann werden sie entdecken, wie man sich am Leben freuen kann. Ich habe noch nie im Leben so viel Freude, Lebensfreude erlebt, als von den Menschen, die eine Behinderung haben. Und egal wie, man denkt sich, ich halte mich Politik hin und her, ganz ehrlich, das ist mir egal. Aber wenn ich jetzt dieses Darmhaus sehe, da drüben, es war auch relativ große Gegenstimmung dabei, aber wenn man heute drüben ist und mit diesen Menschen redet, die dort sind, dann wird man so glücklich sein, dass es sowas gibt. Weil diese Menschen hätten sonst nichts. Und es ist nicht immer wichtig, dass nur ich das habe, was ich will. Es ist ganz wichtig, dass ich ein Stück von dem, was ich habe, auch mit denen teile, die es nötig haben. Deswegen bin ich so glücklich, dass es auch dieses Haus gibt. 24 Leute, sowas, ne? 24 Menschen werden hier Leben gewinnen. Und da, wenn das so ist, darf ich auch ein wenig von meinem Kuchen wegschneiden. Ich bin sehr stolz auf diese Gemeinde, die ein Zuhause Menschen gegeben hat, die unsere Unterstützung brauchen. Nicht die behindert sind, sondern die unsere Unterstützung brauchen. Und deswegen möchte ich auch im Namen Gottes dieses Haus segnen, was auf Latein heißt, benedicere, gut heißen. Gut fürsprechen, sagen, dass es gut ist. Und ich möchte, dass Gottes Segen für die, die glauben, die gläubig sind, hier einen Schutz schafft für alle Menschen, dass alle Menschen, auch die hier hineinkommen als Besucher und wieder hinausgehen, etwas von dieser Lebensfreude erfahren, die diese Menschen hier haben werden. So segne, lieber Gott, dieses Haus und alle Menschen, die hier wohnen werden, und hierher hineinkommen werden und wieder hinausgehen werden. Beschütze auch alle, die hier wohnen werden und alle, die sie betreuen werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Alles Gute. Dankeschön. Ich lade Sie jetzt ein, unser Haus zu besichtigen. Es ist heute ein Tag der offenen Tür. Danach lade ich Sie ins Festzelt ein. Das Buffet ist eröffnet, es gibt Musik drüben und ich wünsche uns einen frohen und schönen Nachmittag. Dankeschön, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben jetzt die Regionalleiterin Süd, die Frau Magister Klieber,
vor der Kamera und frage einmal, was sie denn jetzt für Gefühle zu diesem Haus noch hat. Ja, wir sind alle ein kleines bisschen erleichtert und auch froh, stolz und glücklich, dass heute das Wohnhaus offiziell eröffnet wurde. Ab 2. Jänner werden ja dann die ersten Bewohner auch in diesem Haus hier wohnen und leben und hoffentlich ein sehr gemütliches Zuhause finden. Es werden 24 Personen in 2 Wohngruppen hier leben und es gibt auch 2 sogenannte Kurzzeitwohnplätze für Menschen, die das Wohnen entweder mal ausprobieren wollen oder als Entlastung für die Familie zu Hause. Wir werden 16 Mitarbeiter haben im Wohnhaus, wobei nicht alle Mitarbeiter Vollzeit arbeiten. Wir haben auch Teilzeitmitarbeiter und die werden die Klienten in allen Lebenslagen rund um die Uhr im Wohnhaus begleiten. So, ich folge Ihnen, geht schon. Ja, gut. So, da haben wir einen ganz netten Blick hier nach unten. Und da haben wir einen anderen Klientenzimmer mit hohen Seiten. Dann haben wir hier wieder Möglichkeiten, dass Sie sich hinsetzen zum Plaudern. Rundherum sind überall Klientenzimmer. Die zwei da drüben sind schon eingerichtet. Die waren eine von den Vor der Bunschhütte finden wir eine Familie, die also hier auch bei der Eröffnung dabei war. Wir fragen Sie, was Sie denn zu der Eröffnung dieses neuen Wohnheimes für Behinderte in Wiener-Neudorf sagen. Wir sind natürlich sehr froh, dass es diese Möglichkeit, dieses Wohnprojekt in Wiener-Neudorf gibt. Da unsere Tochter Sarah einen Wohnplatz gefunden hat, sehr in der Nähe von uns zu Hause. Die Sarah ist schon längere Zeit auf der Suche nach einem schönen Haus, ein neues Zuhause. Und ich denke, sie hat da den richtigen Platz gefunden. Die Sarah ist jetzt 27 Jahre alt. Sie hat schon ein Jahr Erfahrung in einem Wohnprojekt, wollte sich aber verändern und einen Schritt mehr zur Selbstständigkeit finden. Und ich denke, das wird hier möglich sein. Freust du dich schon, wenn du hier wohnen wirst? Ja, sehr. Sehr. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, gell? Nach Weihnachten darfst du schon einziehen. Ich freue mich schon. Du freust dich schon.